Die Frau am Jakobsbrunnen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 3, 36a. Die meisten Juden haben einen großen Bogen um das Land der Samariter gemacht, aber Jesus nicht. Er zog mitten durch ihr Land. Auch die Samariter sollten wissen, dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Jesus ist für alle Menschen gekommen, nicht nur für die Beliebten. Auch wenn andere Kinder dich vielleicht nicht mögen, du bist Jesus sehr wichtig. Die Samariter waren Jesus auch wichtig. Und so ließ er sich nicht von den anderen Juden davon abhalten, durch ihr Land zu gehen. Es war eine lange Wanderung. Wahrscheinlich war es ein warmer Tag und da bekommt man Durst, wenn man viel läuft. Aber endlich, so gegen Mittag, kam Jesus und seine Jünger in eine Stadt nach Sichar. Die Jünger hatten Hunger und gingen in die Stadt, um etwas zu essen zu kaufen. Jesus setzte sich erst einmal an einen Brunnen und ruhte sich aus. Morgens kamen immer die Frauen zum Brunnen, um Wasser zu holen. Damals gab es keine Wasserleitung, wo das Wasser einfach rauskam. Jeden Morgen gingen die Frauen zum Brunnen und holten Wasser. Aber jetzt war niemand am Brunnen zu sehen, denn mittags schien die Sonne sehr heiß. Da blieben die Frauen lieber zu Hause. Aber nicht alle Frauen. Eine Samariterin, also eine Frau aus der Gegend, ging mitten in der Hitze zum Brunnen, um Wasser zu holen. Wahrscheinlich wollte sie morgens nicht dorthin, weil die ganzen anderen Frauen kamen und dann hätten sie sich vielleicht gezeigt, dass sie sie nicht leiden konnten. Deshalb ging sie lieber jetzt an den Brunnen. Mittags war da sonst niemand. Aber was war das? Da saß doch jemand, noch dazu ein Mann. Was der wohl da tat? Die Frau erkannte an der Kleidung, dass es einer von den Juden war. Und sie wusste auch, dass die Juden die Samariter gar nicht leiden konnten. Aber sie wollte ja nur kurz Wasser holen. Als sie gerade das Wasser in ihren Krug füllen wollte, sprach der Mann, also Jesus, sie an. Gib mir etwas zu trinken. Was war das? Der Mann sprach zu ihr. Sie war doch eine Samariterin, die niemand leiden konnte. Noch dazu eine Frau. Damals war es gar nicht üblich, dass ein Mann und eine Frau einfach so angesprochen hat. Wieso redest du mit mir? Fragte sie ganz verwundert. Jesus sprach mit ihr, weil er für alle Menschen gekommen ist. Er ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Wenn du wüsstest, wer ich bin, mit dem du gerade sprichst, dann würdest du mich um lebendiges Wasser bitten, antwortete Jesus. Aber die Frau wusste nicht, wer er ist. Weißt du es? Jesus ist Gottes Sohn. Wenn die Frau das gewusst hätte, dann hätte sie ihn darum gebeten, aber sie wusste es nicht. Sie verstand nichts. Sie dachte weiter darüber nach, was denn dieser Mann so Besonderes war. Er sprach sie einfach an. Jetzt redete er noch davon, dass sie ihr etwas Wasser geben sollte. Aber dann fiel auf, dass Jesus ja um Wasser gebeten hatte, weil er keinen Krug hatte, um selbst Wasser zu schöpfen. Wie konnte er jetzt Wasser anbieten? Wie willst du denn ans Wasser kommen, wunderte sie sich. Diesen Brunnen hat Jakob gebaut, aber du bist doch noch größer als Jakob, dass du ohne einen Krug oder so an Wasser herankommst. Doch Jesus ist viel größer als Jakob, denn er ist Gottes Sohn. Er hätte immer Wasser holen können, auch ohne Krug. Aber Jesus sprach gar nicht von normalem Wasser. Stattdessen erklärte er der Frau, wenn du das Wasser aus dem Brunnen trinkst, wirst du irgendwann wieder Durst haben. Wer aber das Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, der wird bis in Ewigkeit nie mehr Durst haben. Jesus sprach hier nicht von normalem Wasser, denn so ein Wasser gibt es ja nicht, sondern er sprach vom ewigen Leben. Ohne Wasser kann nichts überleben, und so ist das Wasser ein Bild für das Leben. Das lebendige Wasser meint das ewige Leben, und von diesem ewigen Leben redete Jesus. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Ewiges Leben heißt, dass man auch nach diesem Leben auch hier auf der Erde für immer bei Gott weiterleben wird. Und dieses ewige Leben wird wunderschön sein, dann gibt es keinen Streit mehr, keine Schmerzen mehr, keine Probleme mehr. Niemand muss mehr weinen, jeder wird glücklich sein. Warst du schon mal richtig durstig und hast dann einen großen Schluck frisches, kühles Wasser getrunken? Dann fühlt man sich gut, aber das ewige Leben wird noch viel schöner und besser sein. Und jeder, der an Jesus glaubt, bekommt dieses ewige Leben. Auch die Samariterin bot Jesus es an. Ich gebe dir dieses lebendige Wasser, wenn du es möchtest, sagte er ihr. Aber die Frau dachte immer noch an ihren Durst und an ihren leeren Krug. Okay, dann gib mir dieses Wasser. Es ist nämlich immer Arbeit, jeden Tag zum Brunnen zu gehen. Wenn du mir das Wasser gibst, von dem du redest, dann habe ich ja keinen Durst mehr. Dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen zu laufen. Dann geh und hole deinen Mann, hörte die Frau Jesus sagen. Sie schluckte. Warum sprach er gerade ihren Mann an? Ich habe keinen Mann, gab sie zu. Das stimmt, sagte Jesus. Du hast keinen Mann. Du hast 5 Männer gehabt und mit denen du jetzt zusammenlebst, mit denen bist du gar nicht verheiratet. Die Frau wurde ganz anders. Das stimmte. Eigentlich war es ja falsch, dass sie so viele Männer hatte. Das wusste sie auch. Das konnte Gott nicht gefallen. Aber woher wusste Jesus das?
Dieser Mann muss ein Prophet sein, überlegte sie. Er hatte recht mit dem, was er sagte. Deshalb konnten viele aus der Stadt sie ja auch nicht leiden. Und sie selbst wusste auch, dass ihr Leben nicht in Ordnung war. So wie sie war, konnte sie nicht zu Gott kommen. Sie war eine Sünderin, weil sie tat, was Gott nicht gefiel. So wie sie, ist jeder Mensch ein Sünder. Jeder tut Dinge, die Gott nicht gefallen. Und deshalb kann eigentlich niemand das ewige Leben haben, also für immer bei Gott leben. Denn Sünde passt nicht zu Gott. Aber als Jesus gestorben ist, hat er die Strafe für unsere Sünden bezahlt. Er ist nicht für seine Sünden gestorben, denn er hat ja nie gesündigt. Er ist freiwillig gestorben für uns. Aber er ist wieder auferstanden und so hat jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben. Die Samariterin wünschte sich das eigentlich sehr. Sie wollte gerne mit Gott leben und das ewige Leben haben. Aber sie verstand so viele Dinge noch nicht. Sie hatte so viele Fragen. Wenn Jesus ein Prophet ist, dann kann ich ihn vielleicht fragen, was ich nicht verstehe, dachte sie sich. Also fragte sie, du bist ein Prophet, dann kannst du mir bestimmt erklären, ob wir nach Jerusalem in den Tempel gehen müssen, um zu Gott zu beten, oder ob wir das hier in Samaria im Tempel tun können. Gott kann man überall anbeten, erklärte er Jesus, aber du musst zu ihm gehören, nur dann kannst du Gott gefallen. Die Frau überlegte immer noch, dieser Jesus, mit dem sie sprach, er hatte ihr lebendiges Wasser angeboten und er hatte alles von ihr gewusst. Er war eine besondere Person, das merkte sie. Das erinnerte sie daran, dass sie ja schon lange auf einen Retter warteten. In der Bibel, die sie damals hatten, das war in das Alte Testament, stand etwas davon drin, dass einmal jemand kommen wird, der sie retten würde. Wenn dieser versprochene Retter kommen würde, das wäre schön. Ich weiß, dass einmal ein Retter kommen wird, sagte sie zu Jesus. Der wird uns alles genau erklären. Ich bin es. Die Frau traute ihren Ohren kaum. Was hatte sie gerade gehört? Ich bin es? So lange hatten sie schon auf den Retter gewartet, auf den, der ihnen helfen würde. Und jetzt war er da? Ja, Jesus war der versprochene Retter. Gott hat Jesus auf die Erde gesandt, damit alle, die an Glauben, das ewige Leben haben. Dieser Retter stand jetzt vor ihr. Sie wusste, dass es stimmte. Sie war ganz aufgeregt und begeistert. Sofort lief sie in die Stadt. Ihren Krug vergaß sie total am Brunnen. Hört doch her, ich muss euch was erzählen, rief sie jedem, der sie sah. Dort draußen am Brunnen sitzt ein Mann, der hat mir Dinge aus meinem Leben erzählt, die ich getan habe. Die er gar nicht wissen konnte. Schaut doch mal, ich denke, er ist der versprochene Retter. Der Retter, auf den sie schon so lange gewartet haben? Jetzt waren auch die anderen Leute neugierig. Den mussten sie kennenlernen, ob das überhaupt stimmte, was die Frau erzählte. Sofort gingen sie los und fanden Jesus. Sie hörten zu und sie merkten, die Frau hat ja recht. Dieser Mann ist der Retter. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Jesus erzählte ihnen viel von Gott. Er blieb noch 2 Tage in der Stadt. Allen erzählte er, dass ihnen das ewige Leben gegeben werden kann. Und viele Menschen glaubten an ihn und erhielten das ewige Leben. Das gilt auch für dich. In der Bibel steht, wer an den Sohn glaubt als an Jesus, der hat das ewige Leben. Wenn du es noch nicht getan hast, dann nimm Jesus als deinen Retter an. Und wenn du schon das ewige Leben hast, dann erzähle anderen davon, damit sie es auch hören können.